Haiti. Immer wieder Haiti. Im Januar 2010 bebt die Erde südlich der Hauptstadt Port-au-Prince für nur 35 Sekunden. Genug Zeit, um das Land ins Chaos zu stürzen. Das folgenreichste Beben des 21. Jahrhunderts fordert über 300.000 Menschenleben. Das Leid ist unermesslich. Eine Verschnaufpause gibt es nicht. Jährliche Hurricanes, ausbleibende Ernten und erneute Erdbeben treffen Haitis Einwohner hart. Am 14. August 2021 fordert das nächste Erdbeben tausende Opfer. Das Gefühl, den Mächten der Natur in den eigenen vier Wänden ausgeliefert zu sein, traumatisiert die Menschen. Doch genau hier entsteht Hoffnung. Denn die Natur schenkt den Bewohnern Haitis auch Materialien, auf die sie ihre Zukunft bauen können. Wir nehmen nur Baustoffe, die wir auch vor Ort finden. Hauptsächlich sind das Holz, Erde, Steine und Bauschutt. Das ist günstiger, nachhaltiger und ökologischer. Jean-Philippe Ernest ist Architekt bei der Organisation AdproCom, in der sich Fachleute für den Bau erdbebensicherer Häuser zusammengeschlossen haben. Unterstützt von Miserior entstehen Häuser in Anlehnung an die traditionelle Bauweise Haitis. Doch in entscheidenden Punkten sind die Bauten verbessert. Das beginnt schon bei der Auswahl des richtigen Bauplatzes. Das Fundament muss richtig gelegt werden. Die Verbindung zwischen dem Sockel und der Balkenkonstruktion muss solide sein. 2016 unterzieht Hurricane Matthew die nach der neuen Bauweise entstandenen Häuser einem Belastungstest. Den Behörden fiel auf, dass unsere Häuser Matthew widerstanden haben, während große, viel teurere Gebäude zerstört wurden. Das hat dazu geführt, dass unsere Bauweise auch offiziell anerkannt wurde. Auch bei dem letzten Erdbeben im August 2021 bleiben die verbesserten Häuser unversehrt. Die neuen, flexibler konstruierten Gebäude geben den Bewohnern ein Gefühl von Sicherheit zurück, das viele längst verloren hatten. Um diese Bauweise für möglichst viele Menschen erreichbar zu machen, ist Hilfe zur Selbsthilfe entscheidend. Daher unterstützt Miserior Partnerorganisationen vor Ort dabei, Menschen zu schulen, ihre eigenen Häuser selbst mitzubauen. Ein gemeinschaftlicher Akt auf dem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft. Selbst aufwendigere öffentliche Gebäude werden mit den zunehmenden Fähigkeiten Realität, wie diese Schule in Grand Boulage. Diese Schule ist für mich mehr als eine Liebe. Hier haben wir gelernt, in mehreren Stockwerken zu bauen. Es ist ein sehr ökologisches Gebäude. Hier lernt die nächste Generation und profitiert dabei von dem Komfort und der Sicherheit, die unsere Bauweise besitzt. Unsere Herzen sind voller Dank für die Menschen, die uns in den schwersten Momenten unterstützt haben. Die Menschen in Deutschland haben schon so viel für uns getan. Dank ihrer Spenden konnten wir diese Bauweise entwickeln. Deshalb wollen wir auch in Zukunft unser Ziel weiterverfolgen. Alle Menschen auf Haiti sollen ein ökologisches, günstiges und sicheres Dach über dem Kopf bekommen.